damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga für den Game Boy Advance im Jahr 2003 erschienen. Ich habe auch gehört, es gab eine Gamecube-Version, die aber man irgendwie heute nicht mehr bekommen kann. Heute besitzen alle noch die Game Boy Advance-Version, aber das ist scheißegal. Deshalb spielen wir auch die Game Boy Advance-Version, ist ja klar. Und gleichzeitig wollte ich auch nochmal sagen, ja, alle die gedacht haben, ich wollte ja eigentlich mit Super Sunshine anfangen, also nach dem Urlaub jetzt, wo ich jetzt wieder zurück bin. Ja, aber eigentlich habe ich mich umentschieden, da ich nämlich unterwegs im Urlaub auch ziemlich viel Mario Luigi Superstar Saga auf dem Gameboy richtig Game Boy Advance gespielt. Wir spielen das ja hier auf der Wii U mit unterstützt von Virtual Console, sage ich jetzt mal. Da haben wir ja, wurde ja da runtergeladen. Also, ihr wisst schon, im Nintendo eShop runtergeladen als Virtual Console. Und ja, das sagen wir jetzt mal, unterstützt davon. Egal, fangen wir einfach an. Wie gesagt, da hatte ich halt Lust bekommen, da ich ja gerade unterwegs gespielt habe, einmal durchgespielt habe, mal wieder nach langer Zeit. Ja. Es ist ja jetzt blind, wäre es ja eh nicht gewesen, also ja. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, wie gesagt, jetzt auch die ganzen Attacken jetzt. Wisst ihr was, ich will hier nicht weiter spoilern, ihr werdet schon sehen später. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich bin besser als ich beim ersten Mal das gespielt habe, beziehungsweise auch beim zweiten Mal war ich etwas schlechter. Oh ja, gehen wir einfach los. Ein Botschafter aus Bohnenland trifft ein. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Königin Momella sendet euch dies. Oh, ein Geschenk. Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Ein Notfall! Hörst du denn kein Radio? Ach, Idiot! Mario! Ja, und das ist ziemlich lustig hier, wo man am Anfang hier Toad spielt, das ist auch ziemlich heiß. So, da kann man sich hier in Marios Haus umsehen. In Paper Mario und so sieht es ja ein bisschen anders aus, aber naja, scheiß drauf. Ist ja Marios Haus. Ändert sich jedes Mal. Na, schönes Peach-Bild, Mario Mütze, also Marios Mütze. Schlafen sie beide. Dann ist die Röhre, der Schornstein, wo er. Wer kocht, würde man wohl auch an dem Teppich erkennen. Hier Sternenteppich, hier ist der Arbeitsraum. Ja, hallo Mario, es ist ein Notfall, hallo. Achso. Na nu, da singt doch jemand. Toad, nein, ich würde da nicht. Da kommt er da mit einem Handtuch um. Prinzessin Peach. Ja, und der weiß natürlich sofort, was los ist. Der springt schon raus, schnell Sachen anziehen, Lappen mitnehmen und los. What's going on? Bowser. Was haben wir für ein Problem? Oh, nicht so fast, das hätten wir nicht schon Probleme genug. So eine Frechheit, mich einfach hinter uns anzugreifen. Und jetzt willst du kämpfen um das, ja. Egal. Auf jeden Fall willst du jetzt kämpfen und ja. Auf jeden Fall willst du verkacken. Ist auch hier zum ersten Mal, dass man hier kämpft. Wie gesagt, im früheren Spiel war das nicht so. Oder doch, obwohl stimmt, nee, vergiss es. Nee, stimmt. Nee, im Paper Mario kam zum ersten Mal der Kampf. Nee. Ich bin vollkommen durcheinander. Nee, in Mario Super Mario RPG, stimmt, da war der erste. Und da waren die ersten Kämpfe, stimmt. Das war ja auch der Ursprung von Paper Mario und Mario Luigi. Mario! Was denn?
Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Action-Kommandos erklären? Oder Aktionskommandos, Action ist ja mit, nicht mit K, sondern mit C, ja. Aktionskommandos. Nein, die weiß ich schon. Achso, naja, typisch Mario. Entschuldigt mir die Störung. Kriegt jetzt schon eine Liste? Gibt's ja auch bisher noch nicht so viel, wenn noch so viel dazu kommen, das glaubt ihr nicht. Es ist jetzt schon wieder. Nerv mich nicht. Das hab ich ganz vergessen. Du kannst bei uns Angriffen ausweichen. Soll ich es dir erklären? Nee, was mache ich denn die ganze Zeit? Achso, ja, typisch Mario. Entschuldigt mir die Störung. Siehst du, guck mal, ich kann das ziemlich gut. Luigi kannst du mal mitkämpfen und dann nicht nur die ganze Zeit rumzappeln und jetzt hat er mich einmal abgelenkt und der Herz wird getroffen. Aber das hat mich doch geöffnet. Guck mal, ja, der hat doch schon genug. Oh. Lappen. Schloss er ist, die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug. Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bodenland war hier im Pilzpalast. Der Schuft hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Oh. Shit. Das ist die Prinzessin, diese, naja, bombige Stimme. Kann ich mir vorstellen, dass mir jemand mehr mit ihr reden will. Der Stimme plappert mir Peach beim Palast kurz und klein, falls sie nur ja zu Besuch ist. Mario, du musst etwas tun. Ja, nicht nur nachdenken, Mario. Mario, bitte, 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 du musst die Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Er täte das bekanntermaßen bodenländischer Herkunft. Soll ich die Sache mal direkt im Bodenland untersuchen? Wir finden die Täter, knöpfen die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit meinem fixen Cooper Jet sind wir flugs im Bodenland. Mario, komm, wir müssen los. Maul halten bitte, Peach. Ja, siehst ja. Ein neues Abenteuer beginnt, aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein. Zieh dich doch erstmal um und vertritte die Beine. Sprich auch mit den Toads, sie haben sicher einige Tipps parat. Und nein, ich bin nicht aus der... Bowser ist eben gerade ausgelaufen. Zum anderen Ausgang. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht aus der Übung. Wie gesagt, ich habe das vor kurzem gespielt. Boah, das ist mein First Try hinkriege. Öfters habe ich immer so ein paar Versuche gebraucht, aber... Dass ich jetzt mein First Try hinkriege, Leute. So, das sind nichts gefunden. Hier, stimmt. Das musste hier so einen Typen bringen. Ich glaube, der hier ist, ja. Ja, das ist es. Das ist mein Dings gefunden. Du hast mein Dings gefunden, danke. Das gebe ich dir zu Dank. Ein Wonderpilz. Auf jeden Fall sehr gut zu brauchen. Weiter so, danke. Hey Luigi, was geht? Oh, die haben so eine geile Stimme. So nice. Mario hat auch so eine geile Stimme. Also, nice, einfach nur nice. So, Bowser ist da oben entlang und das wird es nämlich jetzt bei dem hier helfen. Hallo, zappt mir nicht so rum. Uiui, da habe ich doch knapp meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich König Bowser finde? Ja. Wo ist Bowser hin? So, wie gesagt, man könnte ihn auch noch verarschen. Mache ich jetzt einmal. Sonst könnte man ihn noch verarschen, dass es zu spät kommt. Aber ihr werdet schon sehen, manche machen das auch ziemlich gern, aber als ich es richtig gemacht habe, werdet ihr schon sehen, was passiert. Aber einmal verarschen tue ich. Danke, ich muss mich gar anschätzen. Oh, fuck. Aua. Es hat gar keinen Ausgang. So, jetzt sage ich ja mal richtigen Weg. Das haben wir ja von Luigi erfahren. So. Da drüben. Diesmal verarscht mich aber nicht, okay? So. Ja, wie gesagt, diesmal da oben ist der Bowser, haben wir ja von Luigi erfahren. So. Hier kriegst du noch einen Pilz. Hier so noch einen Pilz. So, warte. Ah, du hast meinen Pilz gehört. Danke. Vielen, vielen Dank. So, wenn man jetzt gibt man einen Superpilz, ne? Oh, danke schön. Übrigens, du gehst nach Bonland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Yeah, wir bekommen einen Superpilz. Das ist natürlich viel geiler als der andere Pilz. Kannst du den natürlich haben. Bitte. Na, nur Sprungkraft für dein Abenteuer im Bonland. So, mit dir haben wir gesprochen. So, dann gehen wir weiter. So, jetzt haben wir auch der erste Save Point. Pilzpalast. Vorplatz.
kommt schon riesig auf die folgenden Parts. Wirklich. Mario! Hi, Totswurf. Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Kannst du mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitte schön, der gehört nur dir. Ja, nice, du hast einen Koffer. Warum nicht? Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen. Dann erscheint der Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cooper Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Jo. Und noch etwas, hier hast du etwas Reisegeld. Einfach mal 100 Coins erhalten. Epic. Ein Wunderbar, also. Oh, Luigi, du gehst also auch nach Poland? Das war irgendwie klar. Bringst du auch zum Flieger? Ja, das hatte ich auch vor. Hatte auch nichts anderes von dir erwartet. Lappen. Mache ich dir schon mal vor und erwarte ich dann nach Cooperjet. Aber ich sag dir schon, Luigi, es wird anders kommen, als du denkst. Du wirst wohl trotzdem mitkommen müssen. Na, siehst du, guck mal hier, das ist der Erste. Ach, keiner da. Man muss sich freuen, ne? Siehst du? Brauchst nicht so hetzen, du bist der Erste, kannst dich freuen. Mario! Wer rastet da vollkommen aus? Reg dich ab, wir haben Zeit. Du bist spät dran. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Wir brachen, okay. Gibt's da zu lachen? Was sagst du jetzt? Das ist der Cooper Jet, meine neueste Waffe. Wollte ich eigentlich gegen dich ersetzen, aber egal. Sag ich doch, aber genug. Wo sind meine Leute? Männer an Bord. Bye bye. Luigi, ich glaube, du stehst da ein bisschen unpassend. Bleib da Haufen! Willst du einfach meine Armee? Ah, verstanden. Am ganz regen wir das mit, ne? Check das. Genau du da. Nicht so schüchtern. Siehst zwar nicht besonders heller aus. Komm ruhig mit. Und haut ab. Hier geblieben. Eure Widerlichkeit. Die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Hier sammeln wir hier sammeln wir uns die Nasen. Normalerweise würde er sich da, der eine da, den wir hierher gebracht haben, würde er sich verspäten. Dann würde er jetzt ankommen hier. Aber ja, wir haben ihn angeholfen, von daher. Alle mal angetreten. Wir gehen an Bord des Cooper Jets. Und Luigi versucht sich da durchzudrängen. Einfach köstlich und landet sogar. Los, starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit, alle mal an Bord. Nun, bis auf einen. Was? Sofort starten, schnappt ihn euch. Und trotzdem kapiert erstmal auch nicht, was hier vorgeht. Und Luigi versucht zu flüchten, aber er schafft es nicht. Sag ich doch, Luigi. Du musst leider mitkommen. Ohne dich geht's nicht. Mein Bowser. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Der eine denkt nach, der andere ist Depri. Eine Durchsage für die Passagiere. Mario und oho. Grünkäppchen. So, nennen wir dich so. Ja, wir sind da. Mario und Grünkäppchen zugehört. In Kürze erreichen wir Bodenland. Also öffnet direkt den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Na gut. Zweiter Safe Point. Nein, das werde ich nicht immer sagen. Dritter Safe Point, vierter Safe Point. Nein, damit werde ich nicht ankommen. Jetzt einfach nur für die ersten. Erster, zweiter. So, Cooper Jet, Lagerraum 1. So, dann gucken wir mal in unseren Koffer. Gucken wir uns mal genau an. Natürlich, im Ausland braucht man Pässe. Bilder sind doch keine da, aber da werden wir noch zu kommen. Haben wir die Items, die wir halt verwenden können. Vielleicht nochmal Pilze, Superpilze und Wonderpilz. Dann hier die Ausrüstung. Und hier der Ansicht der komplette Status, weil dafür hat man ja nur halt den Pass. Level HP und BP. Aber hier ist nochmal das Ganze. Also Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit und Bart. Der Bart ist ein ziemlich seltsamer Wert, das ja. Ich habe mich früher den nie verstanden, aber jetzt weiß ich, dass es
ja, dass man damit, also wo komme ich erstmal zu denen, also HP erklärt sich von selbst, die leben. BP, das sind die Brüderpunkte, damit kann man Spezialtechniken einsetzen im Kampf, wenn die dann irgendwann kommen. Angriff erklärt sich von selbst, Verteidigung erklärt sich von selbst, Geschwindigkeit ist, wann man in der Runde rankommt, also wenn jetzt Mario höheren Angriff hat als alle, dann greift er als erstes an, dann Luigi und beziehungsweise, ja, wenn die Gegner sogar mehr Geschwindigkeit haben, greifen die sogar zuerst an, wenn es mal vorkommt. Und da Bartwehr, wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig gewesen früher, das habe ich auch nie richtig verstanden. Aber jetzt steht sehr fest, man kann damit Rabatte in Läden für Items kriegen, beziehungsweise ist es der Glücksfaktor bei tollen Treffern, die man manchmal zieht. Und das, bei tollen Treffern kriegt man mehr macht man mehr Schaden. Und wie gesagt, halt, desto höher der Bartwert, desto öfters erscheint, desto öfters bekommt man sowas. Und ob, im Übrigen, auch wenn Mario und Luigi, ja, ganz einfach erzählt, sind die einfach ziemlich unterschiedlich, denn das ist meistens so irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es meistens so, dass Mario einen höheren Angriff hat, Luigi einen höheren Verteidigungswert, Mario dafür schneller ist, Mario irgendwie auch mehr Bart, später eigentlich war es so, dass Luigi einen höheren Bart hat dafür, aber ja, Luigi hat dann halt mehr KP als Mario und BP ist bei beiden gleich. Und stimmt die EP da unten halt, die Erfahrung 0 bisher und 7 noch zur Level 2. So, dann jetzt aber auf zum Oberdeck. Zur Neuzugang in der Bowser-Armee. Bis zur Ankunft im Bodenland solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft, verstanden? Ja, mit den anderen, was die da auch immer reden, das brauchen wir uns nicht anhören, aber das ist ziemlich wichtig. Verstanden? Derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sich nicht in Fallrichtung. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sich in Fallrichtung. Okay. Mhm. Cool, machen wir auch mal gleich mal hier. Wie gesagt, wenn man immer ein schönes Timing hier richtig macht, dann kann man da ordentlich Münzen kriegen. Cool. Der macht hier Fotos. Ich mach grad Fotos, also stört mich, gefällt's nicht. Na gut. Ich halt ab. Komm zurück, ihr habt Geld? Gut, dann kommt her. Genau, jetzt mal mit den Bärten. Kommt nach Bodenland. Eure Pisse habt ihr doch sicher bei euch, oder? Ja. Mario, wir haben doch gerade eben danach geguckt. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück den Select und zieh den Koffer nach, Mann. Oh, da sind sie doch. Meine Güte. Das sind eure Pässe. Ja, schön und gut, aber da fehlt doch was. Nanu, wo sind die Fotos? What? Hallo, Facebook? Könnt ihr nicht im Bundland einreißen, verdammter Mann? Ah, komm, wir machen schnell neue. Das ist doch kein Problem. Gut. Ist gar nicht schwer. Stellt euch auf die Markierung da. Fertig und ab auf die Markierung. So, und jetzt kann man sich hier nämlich hier hinstellen und nämlich gewisse Fratzen machen mit dem Steuerkreuz. Und wie gesagt, ich habe mir nämlich ganz bestimmte ausgesucht, die ich machen werde. Haben auch andere Let's Player gemacht. Ich weiß nicht, wie gesagt, weil sie alle das nice finden. Ich finde es auch nice und deshalb mache ich das auch. Das ist ziemlich nice aussieht mit den Bildern. Kann man nämlich mit dem Steuerkreuz, ja, wie gesagt, Fratzen schneiden. Ja. Let's Grünkäppchen, bitte zurücktreten. Sagt er jetzt, glaube ich, sogar. Bitte recht freundlich. Fast hätte ich vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drücke nicht links, um komische Fratzen zu ziehen. Warte, wo ist das? Ah, hier. Fertig. So. Zack. Das Pokerface von Mario. Und Luigi gibt es jetzt, ja, am Start. Position wechseln, so. Und für Luigi habe ich mich ein Opferface auch ausgesucht. Da in diesem Spiel ein Opfer ist. Ja, hier ist es. Stillhalten. Nicht mit mehr Fratzen schneiden. Verstanden? So. Und Käse. So. Bitte schön, die Fotos für eure beiden Pässe sind fertig. Gute Reise. So, dann gucken wir uns das mal an. So sieht es dann aus. Aber stimmt, ich wollte noch sagen hier, ich hoffe, euch hat der erste gefallen, denn irgendwie ist meine Kamera gleich out. Bis zum nächsten Mal.